Ja, abends nach der Arbeit immer wieder auch für uns da. Das ist, oh je, oh mein Gott, alles gut? Ja, also es ist wirklich ein wichtiges Thema, es ist ein wichtiges Thema. Mich fragen dann Leute, ja, was soll ich denn machen? Wer den Film Wochenendrebellen geguckt hat, da zeigen wir auch, da kann man schön an den Stellen sehen, dass es wirklich manchmal unsympathisch ist, ja? Dass da zu Situationen kommt, wo man wirklich sagt, boah, echt daneben. Dann werde ich gefragt, ja, was mache ich denn mit dem Kind, das sich weigert, in den Bus einzusteigen, ja? Was mache ich denn mit dem Jungen, der jetzt darauf besteht, dass er auf diesen Platz wird und dann respektlos gegenüber einer älteren Dame wird oder so? Was mache ich denn damit? Und wir haben immer wieder gefragt, was würdest du dir denn wünschen, wenn du gerade bewertet wirst? Und die Leute haben gesagt, genau das, bewerte mich nicht, sondern frag. Frag einfach mal, was brauchst du? Und wenn du dann weißt, der Junge hat Angst, in den Bus zu gehen, dann kannst du sagen, stell dich hinter mich, ich beschütze dich. Und wenn du weißt, ich würde gerne an Weihnachten teilnehmen, aber ich kann das nicht, wenn ihr da mit den Geschenken alle auf einmal auspackt und alle gleichzeitig redet und fünf Leute, dann sagt, okay, dann machen wir die Geschenkesache online, ja, und dann kommst du nur zum Essen dazu. Fragt die Menschen, was brauchen sie? Geht zu den Familien in euren Dörfern, geht zu Familien, von denen ihr wisst, ist, dass da ADHS oder Autismus oder eine andere nicht sichtbare Behinderung ist und fragt, ob ihr mal für die einkaufen gehen könnt. Die sind nämlich alle am Ende. Die sind richtig ausgemerkelt. Das ist so viel, was man tun kann. Man kann einfach mal jetzt auch in der Stadt fragen. Wir haben nämlich einen Brief geschrieben an alle Landkreise tatsächlich auch wieder. Da haben wir gesagt, dass wir am 20. Oktober den Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigung einführen möchten. Wir hätten gerne, dass jeder Bürgermeister sagt, wir machen da mit. Wir hätten gerne auch, dass mehr getan wird. Dafür gibt es jetzt eine Liste quasi, die wir schicken nochmal mit den Dingen, die in jeder Kommune gemacht werden können, weil wir immer mehr Anfragen kriegen, was wird denn bei uns im Kreis gemacht? Was wird denn bei uns im Kreis gemacht? Das heißt, wir haben jetzt etwas aufbereitet und werden dann zum Ende des Jahres tatsächlich fragen, ob wir die Rückmeldungen kriegen, damit wir so ein bisschen abfragen können, was passiert denn in den einzelnen Kreisen und hoffen dann da eben auch noch ein bisschen mehr Bewusstsein dadurch zu bewirken. Ich möchte euch nochmal, ich sehe gerade hier unser Quiz. Wir haben wirklich tolle Preise. Also wir haben 50 Euro vom Globus, 50 Euro vom Rewe. Wir haben verschiedene kleinere, Teepaint für die Kinder, Gutscheine für Massagen. Also es lohnt sich. Es ist nicht einfach. Ich möchte, dass sie was tun. Deshalb, genau. Aber es geht nicht darum, dass sie es machen. Fragen Sie um Hilfe, sprechen Sie mit irgendjemandem. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und sprechen Sie auch mit Ihren Kindern. Da ist auch viel Text, das heißt, das müssen Sie wahrscheinlich mit den Kindern gemeinsam machen, aber es gibt wunderbare Preise und wirklich das Thema. Schauen Sie sich unsere Ausstellung an, auch die kann jeder Kreis, jeder Stadt die Daten kriegen und kann sich oder jetzt hier in der Region halt auch ausleihen. Man kann auf unterschiedlichste Weise was bewirken. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle hier sind. Genau.